So Leute, sind wir wieder bei Vegasylph mit mir, Sepi und Jutes. Guten Tag. Bei Fire Emblem Legend Dawn habe ich gespeichert. Ich ja. speichere einfach nochmal. Weil es kann. So, es hat 2 Minuten gedauert. 2 Minuten ganz? Nein, ich glaube 1,5. Ah, na gut, schon erklärt. Hi! Hi Blackie! Die Laguzer haben den Fluss nicht überquert. Dies ist ihre letzte Chance dazu. Diesmal sind auch Beok in ihren Reihen. Sote, du weißt, was das heißt. Wenn wir letzten Endes gegen Beoks kämpfen müssen. Ich weiß. Wir werden vielleicht gegen Grell Söldner kämpfen. Dessen bin ich mir bewusst. Das wird alles andere als ein Wiedersehen mit Freunden. Sote, erzähl mir mehr von Commander Ike. Warum? Du hast es nicht leiden können, wenn ich auch nur ein wenig von ihm erzählt habe. Ich möchte mehr über den Mann wissen, den ich im Kampf gegenüberstehen werde. Was ist das für ein Mensch? Mal überlegen. Er ist großzügig und keinesfalls kleinlich. Er hat keinerlei Vorurteile gegenüber den Laguts. Und noch schert er sich um die Meinung des Adels. Er ist ein Meister des Schwerts und führt alles, was er sich vorgenommen hat, entschlossen zu einem Ende. Er ist ein wahrer Held. Stehe. Er scheint sich sehr von König Pelias zu unterscheiden. Mikaya, man kann sie nicht einmal miteinander vergleichen. Das ist schlicht unmöglich. König Pelias ist nicht fähig, ein Volk zu führen oder Entscheidungen zu fällen. Du magst recht haben, aber ich glaube an König Pelias. Sein Herz sitzt im rechten Fleck. Ich glaube an sein aufrichtiges Wesen und sein Engagement, ein guter König zu sein. Selbst wenn er dich in einen Krieg ziehen lässt, der überhaupt nichts mit Dahin zu tun hat? In einem Krieg des Hasses und des Fanatismus des Fanta-Spaßbads. Lol. In welchem wir mit unseren wahren Feinden an Seite kämpfen? Du bist doch eigentlich zu schlau, Mikaira, um das übersehen zu können. Sote, das hatten wir schon. Ich weiß, dass wir gegen Eik und Greiz seltener kämpfen werden, aber ich... Es wird Zeit. Sollen wir? Die beiden sind immer noch hier. So viel freundschaftliche Hinweise. Was? Jetzt stehen Freunde gegen Freunde. Die Situation wird hier immer verrückter. Wow, das kam unerwartet. So ploppt da bin ich. Ah, was hast du da jetzt mit? Lethe brauchen wir. Ja. Titania können wir mitnehmen. Müssen wir ich wollte gerade sagen, pack da rein. Ja. So, ich möchte Raison gerne noch mitnehmen. Wer möchte denn auch? Du kannst auch einen mitnehmen. Ah, ich kann auch einen mitnehmen. Ja. Perfekt. So, ich glaube, jetzt sind wir gerüstet. In unserer kleinen, feinen Elite-Truppe, in der Sora immer wieder alles machen darf. Yes. So. Sora steht einfach so. Ich bin bereit. Ja, Sorin muss eigentlich, ja, es wird Zeit, die Strategie des Kapitels zu erläutern. Mensch, ich glaube, da sind wir ja schon wieder. Also, da ist Ziak. Hallo, Ziak. Wir können Ziak auf die Seite von Ike Solten rüberziehen, wenn wir ihn mit Leta anquatschen, was ich auch vorhabe. Das Positive ist, dass Ziak Leta nicht angreifen wird. Dann haben wir hier Jill, die kann man auch mit Dara ran Hilfe rüberziehen, was ich allerdings nicht machen will, weil ich denke, dass Jill bei Grätz Solten wesentlich besser aufgehoben sein sollte. Und ja, dann haben wir hier Blackie und wir können, so viel verrate ich schon mal, wenn wir Ike gegen Blackie kämpfen lassen, wird später noch ein besonderes Event getriggert werden, worauf wir natürlich abziehen werden. Das bedeutet, hier kommen gleich noch die Falken, Janav und Ayuga, die solltet ihr ja sicherlich kennen. Die werden Ike dann retten und hier über den Fluss fliegen, während daran hier, sich hier schon mal vormetzelt, während der Rest über die Landbrücke gehen wird. Hierhin. Und dann werden wir alles auseinandernehmen. Ob wir Volu platt kriegen, ist was anderes. Aber ich denke, wenn Sorin dann einen guten Feuerzauber bereitet. Ach ja, und man kriegt noch ein besonderes Event, wenn Sorin und Mikaya gegeneinander antreten, was ich auch noch gerne triggern würde. Yay! Yeah. Punkt. Und das Ganze nur in 12 Zügen. Ihr seht, wir haben mal wieder alles voll zu tun. Und Oscar wird uns nur bis dahin begleiten können, was ziemlich kacke ist. So, immerhin. Ja. In dem Sinne, auf in den Kampf. Hui! Ich hoffe, daran hat genügend zum Schnitzeln eingepackt. Du hast noch gerade alles Mögliche von aus Boys Händen gerissen. Moins. Ey, aber. Als Maul. Als nimmt sie so eine Axt raus. Zum Glück habe ich noch eine. Moins? Ey, Moment. Ach, gut, ich habe noch eine. Okay. Siehst du? So. Ein halbes Waffenarsenal, mein Lieder. Das braucht er ja auch.
reden, nein, ich will... und raus bist du. Schubst mich nicht an der Garte. Was kann ich dafür, dass du so wenig Move hast? Das stimmt. Ja. Wahres Wort. Griff Eier und Räder müssen wir ein bisschen aufpassen, aber wir brauchen nur noch ein paar Heiler. So ganz ohne Heiler geht's leider nicht. Dann verwandeln wir schon mal. Lete macht das dann mit ihrem Olivikraut, ich wollte gerade sagen, Lagutskraut-Arsenal. So alt bleibt wie gehabt da stehen. Hier kommt er! Ohne den Vorteil eines Hinterhalts wird dieser Kampf sicherlich härter als der letzte. So viel dazu. Ja. Ich wollte es mal gesagt haben. Ja, warum nicht? Ich wollte dich nur mal liebevoll vorwarnen. Verstehe. Fand ich sehr nett. Eigentlich hätte er dich auch rufen können. Hier, da kommt Tarahan! Und du hättest dann geantwortet, bringt euch in Sicherheit, Frauen und Kinder zu Hause. Oh, so ein Super, ich bin eine Frau. Und lach da! Hier, den Zote, den will sowieso keiner. Oder nimmt Mac. Die wir sie trainiert haben, nicht einmal eingesetzt haben. Stimmt. Aber es werden noch Kapitel kommen, wo wir sie gucken. Das weiß ich ganz genau. Ich auch. Ich weiß noch genau, welches du meinst. Ja. So, der erstmal mache ich seine Waffe kaputt und dann mache ich ihn kaputt. Eine ausgeklügelte Strategie. Falls er sich als Zombie wieder erhebt, dann hat er kein Elfenbind mehr. Null. Hätte ja sein können, dass er selbst als Zombie noch mit Elfenbind rummagieren kann. Magische Zombies. Was gibt Schlimmeres? Wenn man ihn noch nicht totkriegt. Ja. Ich glaube, Loren kann hier nicht viel passieren, ne? Ja, hat zwar erst per Punkt ja 5 Punkte verloren, aber die verlieren ja mal so scheiße viel. Mhm. So, die parke ich hier erstmal. Laser muss warten, bis die kommen. In der Zeit können wir daran schon mal gemütlich weiterfliegen. Hinterher der Überraschungsangriff. Oh, da ist ja ein Gegner. Gib Papa Hapa. Schön, dass er uns zumindest den Gegnerzug erspart. Ja. Ha, perfekt. Perfekt. So. Perfekt hingestellt. Die Windmagie sollte man nämlich platt machen, wenn man da mit den Falkenvögeln langfliegt. Oh mein Gott, da ist Shinnon! Wow, gut, dass Shinnon so super Ausweicher geworden ist. Ich kann mich nicht entsinnen, dass hier jemand ein schlechter Ausweicher war, doch immer abgesehen. Brandolf kriegt jetzt auch ein bisschen Waffenerfahrung. EP kriegen die Laguzi ja leider so kacken wenig. Das ist ein Wuluk. Der Wuluk, der Lagut schlechter. Das ist dann was anderes. Ich werde dich umbringen. Du Depp, lies mein Buch. Nein! Ich kann auch nicht lesen. Ja, so rum wird es ja ungemütlich, wenn man ihn beim Lesen stört. Mhm. Sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Oh, Maschine. Ja. Ich wollte sagen, was, der Windmagier macht 30 Schaden. Oh, und dann, was ja, ist daran? Also 30 bei der Genauigkeit von 100. Was? Wer ist hier die aufgestiegene Einheit? Dann würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Ich auch. Ich glaube, so würde das nicht mal aussehen, wenn Daran gegen Soren antreten würde. Es sei denn, der Support kommt dazu. Toll. Da sind sie auch schon. Wir müssen sie erstmal anquatschen. Ach, ich kann auch mit Alk eigentlich sehr zu Jana rennen. Hi. Jana, was tust du hier? Oh, hey Alk, kümmere dich nicht um mich. Ich wollte nur ein wenig frische Luft schnappen. Hm, klar. Und ich dachte, du bist hier, um auf Razor aufzupassen. Psst, ich so laut, da weiß Prinz da nicht wissen, warum wir hier sind. Das ist wie Timon und Pumba. Irgendwie, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte dich nur auf den Arm nehmen. Hilf mir lieber. Hey, wie wär's damit? Ich schließe mich gerade Söldnern an. Hört sich großartig an. Zusätzliche Kräfte können wir immer gebrauchen. Oh, du hast gleich beide angeworben. Ja. Praktisch. Rette ihn, wer kann. Super. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich nie der Gruppe angeschlossen.
Ja, besser wäre es, wenn Rayson verwandelt wäre. Ich hätte ihm den Gutschein geben, damit ich mir so recht wiederlebe. Aber naja, Level Up für Rayson, was soll's. Genau. Bam. Wow. Naja, er braucht doch eigentlich nichts. Ich wollte gerade sagen, vier erwarten kann man ja nicht. Ich wollte gerade sagen, muss Icon aufsetzen. So, ja, Quatsch, voll im Mittelmeer. Ich kann auch nicht schwimmen. Hilfe. Blacky, das war die Strategie. Preise den Vogel, der den da reingeworfen hat. Jan, auf hier, ich darf über deinen Rekier. Yay! So, den habe ich voll gegeben. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 4! Yay! Oh! Hallo Aran! Hallo Nolan! Hallo da ein! Hallo Jill! Hallo da ein! 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 Hallo Fiona! Hallo Mac! Ja, hallo Laura! Hallo Blacky! Hallo Vuluk! Hi Mikaya! Hallo Soße! Hi da ein! Hallo, wer war's nochmal? Ach ja, Edward, gut, dass es da steht. Hallo Leo! Hallo da ein! Hallo da ein! Und der Rest ist. Und natürlich, wie konnte ich es vergessen? Hallo Ziak! Lol. Das muss man ja erwähnen. Mau, Leta hat nachgelassen. Sie doch nicht mal mehr ein Schwertmeister. Tja, wie hast du auch noch nicht eingesetzt? Das stimmt. Aber Leta braucht Gott sei Dank auch nicht viel. In der Hinsicht ist sie genauso wie Dingens. Wie Girano ist, der braucht auch nicht viel. Und wie Katrin, der braucht auch nicht viel. Und Oscar braucht auch nicht viel. Er weicht sogar aus. Yay. Ich fand irgendwie das Pferd von Oscar. Ich finde auch, er hat so das schönste Pferd eigentlich. Ich glaube, die sind zwar alle weiß, aber ich mag die Mähne. Ja, ich auch. Sticht wie es mir hervor. Ja. Nimm das! Man weiß ja nie. Süß. Ja. Ein bisschen EP tun wir mal ganz gut. Ja. Und ich muss nur den Eisenbogen nehmen. Ich muss nicht den Verstummer verschwenden. Verwenden. Verschwenden. Whatever. Einsetzen. Alles. Ja! Wild rumgestikulier. Das kommt immer gut an. Ja, vor allem, wenn man es sieht. Ja. Was? Kannst du noch? 21. Los. Stell dich mal auf Schild. Aber ich bin unentschlossen. Was denn hat er? Das zieht ja einmal 4 ab. Stell dich einfach. Ich gehe auf Nummer sicher. Soren macht das schon. Yeah, super. Super Soren. Bis Ziak dazu kommt, besteht unsere Hauptoffensive hauptsächlich aus Daran und Soren. Und Ike, der jetzt keine EP mehr kriegen kann. Also muss Soren doppelt hart arbeiten. Er ist dabei. Das ist prima, viva, Soren, das ist doof. Na klar, was der jetzt auf Layla geht. Naja, bei Ranulf ist es egal, ob ich ihn angreifen lasse, er daneben haut oder er ausweicht. Hm. Er kriegt immer nur einen EP. Egal, was er tut. Man kann auch gleich gar nichts machen. Ist ja nicht so wie Wuluk, der hier 50 EP kriegt und wenn ein Gegner auch nur andatcht. Wobei das der absolute Ausnahmefall ist. Ich wollte mal sagen, ein Donnermagier bei 29 trifft, das wäre sehr arm gewesen. Hätte ich mich sehr drüber geärgert. Ja, entwaffne ihn, während du ihn killst. Reiß ihn das Buch aus seinen kalten, leblosen Händen, das löst alles. Oh, ein Armbrustfuzzi mit 41 KP, das ist nicht Nolan. Ja, komischerweise sind die meisten der eigenen Einheiten, die jetzt in der gegnerischen Truppe sind, schwächer als die anderen Gegner. Ja. Außer Blue. Und Blacky. Die greifen, glaube ich, aber auch erst zum Schluss an. In der Hoffnung, dass Daran vorher seine ganzen Waffen verbraucht. Stunden später. Der Herrscher der Lüfte. Der einzig wahre. Zumindest unter dem Beorg.
Aber jetzt bei, rück dran! Attacke! Siehst du, der Rang hat nur 35. Oh wow, er trifft bei einer Wahrscheinlichkeit von 30. Ich glaube, der Rang nimmt ihn nicht ernst. Warum sage ich überhaupt irgendwas? Oh, das war dafür, dass du mich getroffen hast, Bimbo. Ach ja, wir brauchen der Rang hier. Oh, verdammt. Sie haben auch mich besiegt. Ich ziehe. Vorerst ziehe ich mich zurück, bla. Ich wusste nicht, dass die überhaupt was sagen. Also, ich wusste schon, ich hatte es voll nicht mehr auf dem Schirm. Was? Bravos Attacke mit Negation! Ich negiere das! Bei einer Wahrscheinlichkeit von 2! Wer hatte Dings? Ich. Ah, viel Spaß. Mist, sie sind besser als ich gedacht habe. Es tut mir leid, Mikaya. Ich muss mich einstweilen zurückziehen. Hallo. Hallo. Bin fast da. Oh, soll ich den Windmann wieder vorerst mal kaputt machen? Trainieren wir mal daran, Sanzenlevel. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Haben wir schon gemacht? Keine Ahnung. Höchstens unbewusst. Dass er mal einen Langspeer ausgerüstet hatte. Ja, das haben wir noch nicht so häufig gemacht. Na gut. Beweg dich, du Arschgesicht, sonst dreht dich. Ah, dieser wohltuende Klang sorgt dafür, dass ich noch weiter fliegen kann. Schnell weg. Meh, mein Yoga wird das auch schon mal besser. Naja, aber es hätte schlimmer kommen können. Man kann jedes Mal vorschwächen. Der muss daran das nicht immer machen. Ja, vor allen Dingen. Ich glaube, wenn er nochmal auf Ayuga dann nicht mehr so oft bist, Ayuga. Siehst du? Hier, komm. Ja. Was machen wir uns ja nicht Gedanken? Der hat doch alles voll im Griff und kriegt nur eine EP. Der Arme. Hat sich so viel Mühe gegeben. Aber immerhin, Janach braucht noch ein Level, um sein. Was, minus 19? Er hat ja auch 8, das wird ja halbiert. Ja, ich habe mich gerade erschrocken. Ich so, what? Das, Mensch, Ike, du schwiegst eine Tonne. Ja, guck mal, der doppelt sogar noch Jill. Oder nein, ein Punkt mehr, dann würde er Jill doppeln. Ja, ich weiß, es sah gerade bisschen lustig. Aber es reicht bei den meisten immer noch nicht, um gedoppelt zu werden. Bei den meisten, nicht bei allen. So, bis hierhin und nicht weiter. Das stimmt sogar, mein Ochter kann da nicht weiterlaufen. Das ist nicht mal gelogen. Warum? Weil du es. Weil er es nicht will. Aha. Ja, Ranu ignoriert gerne Gegner und läuft einfach an ihm vorbei. Ich wollte einfach nur Platz machen, damit Shinon sich da hinstellen kann. Yay. So. Wir kommen gut voran. Ja. So, da ist. Das war knapp, obwohl ich glaube, Dingens hat einen automatischen Check, dass er automatisch keine Laguts angreift. Na. Außer wenn der Spieler sagt, greif an. Es wäre ein bisschen unfair, wenn er sagt, nee, ich will nicht. Ja, dann. Und dann im Kapitel davor keinen einzigen Laguts angreifen kann. Warum nimmst du ihn dann mit? So. Ja. Du sahst so benutzt aus. Ich fühle mich so benutzt. Oh, mein armer Sohn, und der Komplexe. Hat er die nicht sowieso? Diese ganzen Frontmagier gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Aber weißt du, was ich lustig finde? Hm. Die haben keinen einzigen Feuermagier dabei. Stimmt. Die haben nur Wind und Donner. Oh. Wir haben ja hier auch so. Arsch. Wir haben ja hier auch so viele Drachen. Also jede dritte Einheit hier ist eine Drache, da muss man unbedingt einen Donnermagier mitnehmen. Ja. Wahrscheinlich haben sie schon gesehen, so gescoutet, so, oh, Vorsicht, die haben da einen dabei. Nimm mal lieber ein paar Donnermagier mit, obwohl die ihn eh nicht treffen. IEP! Ha, verfasst dich mit deinem Stahllangbogen. Hätte dir noch gefehlt, wenn du damit jetzt noch getroffen hättest. Bling!
Voll die Beleidigung. Da verkriegst du jetzt in der Ecke und nimmt. Voll. Oh, hi Jill. Moin. Meine Freunde, Trauer ergreift mein Herz. Oh Gott, wie Pulte. Dass ich euch unter solchen Umständen wieder treffen muss. Ja, warum greifst du mich dann an? Du triffst mich doch eh nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nicht. Ich glaube eher so, das können wir bei Ayuga vorstellen, so, was willst du von mir? So, der Part ist zwar fast vorbei, aber das muss jetzt sein. Also, Yannaf würde sie mit einem Schlag besiegen. Yannaf hat nämlich einen Stärkepunkt mehr. Yannaf ist der Stärkere, der Bessere und Ayuga ist der noch schnellere, Schwächere. Ich verstehe. Stärke und Schwind und das andere ist wieder. Ja. Das Typische. Wir sind so stark, sogar stärker als noch vor 3 Jahren. Lady Mikaya, verzeih, ich zieh mich zurück. Tschüssikowski. Okay. Dann besetzen wir mal die Insel, das ist jetzt Unsache. Ayuga Island. Das ist jetzt Ike Island. So, jetzt machen wir aber einen Cut. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die restlichen 6-7 Züge verbringen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.